Hallo und herzlich willkommen zu meiner Serie Mathe-Kursstufe. Und dieses Mal haben wir das Thema Symmetrie. Ihr seht hier schon, dass ich euch hier die Funktion x² rausgezeigt habe. Und ja, zunächst mal, was ist Symmetrie? Hier haben wir den Fall Symmetrie zur y-Achse. Die y-Achse ist, ich mache es mal gerade ein bisschen dicker, die hier. Und ihr seht, dass die eigentlich schon symmetrisch ist, diese Funktion x². Denn auf dieser Seite ist bei 1 derselbe Wert wie hier. Es ist überall derselbe Wert. Egal, wo ich hingehe. Also sehen wir mal hier. Da. Und hier ist derselbe Wert. Also Wert bedeutet immer Y-Achse, X-Achse. Wieder unten. So, hier haben wir x1, also x gleich 1, hier haben wir x gleich minus 1, und aber beides mal denselben y-Wert. Das können wir überall machen. Hier geht das, das geht überall auf der ganzen Funktion kann man sowas machen. Wenn wir das jetzt mal rechnerisch darstellen wollen, also hier mal die Funktion, ist ja im Prinzip nichts anderes wie f von x ist gleich f von, ach komm schon, ist ja nichts anderes wie f von minus x. Also nochmal, ich habe hier plus 1, also als x-Wert plus 1, und ich habe hier minus 1 als x-Wert und jeweils denselben Funktionswert. Das heißt, der Funktionswert an der Stelle plus x ist derselbe an der Stelle, also derselbe Funktionswert ist an der Stelle minus x. So, jetzt probieren wir das einfach mal aus. Ich setze für x einfach mal minus x ein. Aber schön in Klammern, sonst klappt es nicht. Minus x zum Quadrat. Minus x mal minus x gibt plus x, also minus x, ich schreibe das mal kurz hin, mal minus x gleich x mal x gleich x Quadrat. Und wir sehen, unsere Bedingung geht vollkommen auf. Und somit beweist ihr, dass diese Funktion hier x Quadrat, also das ist x Quadrat hier, dass die symmetrisch zur y-Achse ist. Somit, das könnt ihr mit allen Funktionen machen, also auch wenn ihr sie nicht vorher gesehen habt. Ihr könnt dann einfach schreiben, also ihr setzt dann einfach ein Minus für alle x ein, also auch wenn jetzt hier hinten dran noch was ist, könnt ihr das für alle x einfach ein Minus einsetzen, und wenn dann wieder f von x rauskommt, dann habt ihr es richtig gemacht. Oder dann ist sie symmetrisch, und zwar gespiegelt an der y-Achse. Okay, hier haben wir jetzt x hoch 3. Da seht ihr jetzt, das ist nicht symmetrisch zur y-Achse, sondern, ja, wie auch immer man diese Symmetrie nennt, es ist eine Punktsymmetrie. In dem Punkt, nämlich im Ursprung, 0, 0. Und der berechnet sich ein bisschen anders, aber auch nicht viel anders. Ihr seid hier bei plus 1. Oh, ups. Das ist jetzt natürlich doof. Mein Handy mal wieder. Bei plus 1. Und hier bei minus 1 hat sie auch den Funktionswert minus 1. Mathematisch ausgedrückt, also das geht natürlich auch wieder an jeder Stelle, versteht sich. Mathematisch ausgedrückt, ich ändere das hier mal kurz ab. X hoch 3. Oh nein. Wieso? Mathematisch ausgedrückt ist f von x gleich minus f von minus x. Okay, schauen wir uns das nochmal an. Ich habe hier x plus 1 und y oder f von x
plus 1. Hier habe ich minus 1 als x und f von x ist minus 1. Also, da 1, hier fürs Ganze minus 1 und da auch minus 1. Gut, jetzt haben wir unsere Beobachtung formuliert. Jetzt noch ausrechnen. Minus. Minus x 3 ist gleich minus, Klammer auf, minus x mal minus x ist gleich so. Die beiden hier, sagen wir einfach mal, die zwei hier zusammengerechnet ergeben plus x Quadrat. Das ersetzen wir doch gerade mal kurz. So, und das hier, minus x mal plus x Quadrat, ergibt dann minus x Quadrat. X hoch 3, Entschuldigung. So, und da wir aber das Minus von hier vorne noch mitnehmen müssen, minus, Klammer auf. So, und jetzt haben wir hier wieder Minus vorne dran, Minus innen drin, das gibt dann das Plus. Minus x hoch 3, plus x hoch 3. Und das ist f von x. Sieht sehr kompliziert aus, ich hoffe, ihr habt es trotzdem verstanden. Eigentlich ist es gar nicht so schwierig. Ja, wenn ihr dazu Fragen habt, wie immer in die Kommentare. Ja, viel Spaß beim nächsten Video. Ich weiß noch nicht, um was es geht, wird sich zeigen.